Ja, dann schön, dass ihr wieder da seid zum zweiten Teil des Thema des Vortrags zwischen Architektur und Barrierefreiheit. Und wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich nochmal das Thema von gestern aufgreifen, nämlich mal diese Selbsterfahrung. Und einige von euch haben wahrscheinlich den Rollstuhl nicht mit nach Hause genommen, nämlich alle. Und deswegen mal die Frage auf dem Weg hierher, als laufende Menschen, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht, wie viele Stufen ihr heute überqueren musstet auf dem Weg hierher? Wahrscheinlich nicht, ne? Alles. Alles, ja. Und wie der Zufall es so will, haben wir Georg hier im Publikum, der den seit heute Morgen angeblich sich in den Rollstuhl freiwillig reingesetzt hat und sicherlich ganz eigene Eindrücke gesammelt hat, jetzt so über den ganzen Tag verteilt und nicht nur in einer halben Stunde. Magst du mal nach vorne kommen und erzählen, was du so erlebt hast heute oder was dir aufgefallen ist? Ich habe gehört, du warst beim Bäcker. Ja, also ich habe heute früh, als ich hier reinkam, stand der Rollstuhl da und ich habe ihn gestern nicht ausprobiert und habe gedacht, ich nutze den Tag mal, um einfach zu testen, wie das ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. Und am Anfang war es ja alles noch normal, aber dann zur Mittagspause in die Mensa gehen war recht schwer. Da sind wir zu dritt gegangen und am Anfang noch versucht, selber die Tür aufzuhalten und dann haben die anderen mir die Tür aufgehalten. Das Geschirr wurde mir auch abgeräumt und ich wurde auch ganz höflich gefragt, ob jemand in der Mensa vor mich dürfte, weil er nur zwei Sachen hat, was mir noch nie passiert ist. Und danach habe ich versucht, zum Bäcker zu fahren oder zu laufen, wie auch immer. Über dieses Kopfsteinpflaster? Genau, ja, und bin schon beim ersten Bordstein eigentlich fast umgefallen und habe dann mir den geringsten Widerstand gesucht, um wieder hochzukommen. Und dann kam auch, hat es ein bisschen länger gedauert, weil die Reifen durchgedreht haben. Und dann kam auch gleich eine ältere Frau und wollte mir helfen, was mich auch erstaunt hat. Und beim Bäcker bin ich eigentlich kaum durch die Tür gekommen. Also, aber war ebenerdig der Bäcker? Nee, da war so eine Schwelle, aber die war schon ein Riesenproblem, weil die Tür immer wieder zugefallen ist und die Tür war auch total eng. Also man konnte mit dem Ellenbogen nicht richtig ausholen. Und ja, also war schon anstrengend. Glaube ich. Das heißt, du warst drin, du warst draußen, du hast versucht, ja, Türen zu öffnen, du hast versucht, Bordsteine zu überwinden, Kopfsteinpflaster erlebt und so. Das heißt, Barrierefreiheit handelt ja nicht nur von Häusern und Wohnungen sondern und Geschäften, sondern eben auch vom öffentlichen Raum. Genau, ja. Ja, und auch gerade jetzt, wo der Schnee lag, also sobald nicht gestreut war, konnte man eigentlich kaum fahren. Ja. Und man musste halt immer auf diesen kleinen Trassen fahren, die gestreut waren. Und das war eigentlich auch schon eine starke Einschränkung, weil man nicht sein konnte, wo man wollte. Ja. Das ist ganz interessant, weil man sich ja jetzt als Architekt fragt, was für Lösungen gibt es denn oder was kann ich denn eigentlich tun, an welchen Richtlinien kann ich mich orientieren, wenn ich jetzt barrierefrei bauen möchte, also innen wie außen. Und da haben wir auch natürlich Material mitgebracht. André, möchtest du weitermachen? Gerne. Ja, ich finde das sehr beeindruckend, was du hier so schilderst, Georg. Und das zeigt eigentlich, denke ich, für uns alle, dass wir irgendwie Randbedingungen brauchen, auch in der Planung, damit wir die Barrieren eben möglichst reduzieren können und damit man in so einer Situation, wie Georg dann eben unterwegs ist, einfach besser klarkommt. Aber natürlich eben nicht nur als Rollstuhlfahrer. Wir wollen das ja nicht vergessen, dass wir bei Barrierefreiheit eben von der ganzheitlichen Barrierefreiheit oder sogar vom Universal Design dann eben auch sprechen. Und das heißt, wir möchten eben möglichst viele Einschränkungen oder eben auch Anforderungen, der Begriff Einschränkungen ist halt immer auch sehr auf die Behinderung bezogen, einfach möglichst viele Anforderungen abdecken. Und dafür haben wir einfach, wo wir ja gestern schon drüber gesprochen haben, unseren Toolkasten, die dienen eigentlich, die für die Umsetzung eben dieser Anforderungen, die wir gestern besprochen haben, zuständig ist, verantwortlich ist und auf den wir als Architekten zurückgreifen sollten. Wir haben hier jetzt mal so die wichtigsten eigentlich Anforderungen oder die wichtigsten DIN-Normen aufgeführt, die fürs barrierefreie Bauen eigentlich relevant sind und auf die ihr, denke ich, auch dann in eurem täglichen Architektenleben hinterher zurückgreifen werdet und auch solltet. Das ist einmal die DIN 18040 Teil 1, barrierefreies Bauen für öffentliche Gebäude. Du kannst, wenn du willst, kannst du gerne, ja. Genau. Das ist sicherlich also die Hauptnorm, mit der man sich beschäftigen wird und wo man eigentlich auch die meisten Randbedingungen rausziehen wird, die
den Bereich der Mobilitätseinschränkungen und eben jetzt auch seitdem es diese DIN neu gibt, auch die sensorischen Einschränkungen, also sprich blinde und sehbehinderte und auch hörbehinderte Menschen mit einbezieht. Dann gibt es noch im öffentlichen Raum, das ist eben das, wovon du berichtet hast, wenn man wirklich draußen unterwegs ist, aber eben dann als Blinder oder Sehbehinderter noch die Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum. Also wie sind Leitsysteme wirklich richtig gestaltet, sodass sie für den Nutzer wirklich dann auch praktikabel sind. Und wir haben auch zusätzlich dann noch für den Außenraum die DIN 18024 Teil 1. Das ist noch eine alte DIN, die wird jetzt im Moment überarbeitet und wird demnächst irgendwann dann 18040 Teil 3 heißen. Das ist dann wirklich alles, was eben Straßenplätze, Wege betrifft, hauptsächlich da aber dann auch Rollstuhlfahrer und Sinnesbehinderungen, Oberflächenbelege, Steigungen, Neigungen, Wegbreiten, die sind dann da beschrieben. Und bei Gebäuden ist dann noch die DIN EN 8170, das sind dann die Aufzüge für Personen mit Behinderungen, wo eben alle Anforderungen beschrieben sind, wie Aufzüge zu beschaffen sind, weil das ist ja eigentlich immer so der Hauptkern, die vertikale und die horizontale Erschließung, wobei die vertikale Erschließung natürlich für Rollstuhlfahrer immer das Hauptproblem darstellt. Und da sind es dann halt eben die Treppen, die als die Barriere da sicherlich immer als erstes dastehen und dann Aufzüge und Rampen, die als die Alternative dann angeboten werden. Die DIN ist jetzt novelliert worden, diese DIN 1840 für öffentliche Gebäude, auf die wir uns jetzt eigentlich auch fast in erster Linie beschränken wollen und über die wir auch in den Beispielen, die wir jetzt mitgebracht haben, eigentlich reden möchten. Sie ist neu strukturiert worden. Früher war die DIN so aufgebaut, dass wir eigentlich immer fixe Forderungen hatten, die umgesetzt werden mussten. Und es gab eigentlich relativ wenig Spielraum für den Planer, was natürlich sehr bedauerlich ist, da man dann natürlich seine Kreativität nicht wirklich freien Lauf lassen muss und durchaus in der Gestaltung dann auch gehemmt war. In der DIN 18040 ist es jetzt so, dass wir Schutzziele haben, die definiert sind, die eigentlich die Grundanforderungen an die Barrierefreiheit darstellen. Und in einem zweiten Teil habe ich dann, wie man jetzt hier so ein bisschen an dem Beispiel sieht, eigentlich die genauen Anforderungen mit Maßen etc., die dann da definiert sind. Und dieses Schutzziel zum Beispiel hier an dem Beispiel Zugangs- und Eingangsbereiche definiert einfach, dass sie leicht auffindbar und barrierefrei erreichbar sein müssen. Und ich habe als Planer wirklich die Möglichkeit, einfach nur dieses Ziel zu erreichen, auf unterschiedlichen Wegen. Ich muss natürlich Grundanforderungen, Grundbreiten schon einhalten, aber welchen Weg ich dafür nutze, das bleibt mir überlassen. Und das ist, denke ich, schon ein Riesenschritt nach vorne, wo wir Planer einfach sagen können, ich kann Barrierefreiheit schon auch auf meine Architektur anpassen und kann sie auch in meine Architekturkonzepte einfach integrieren. Und das sollte man auch nutzen. Das zieht sich eigentlich durch alle Bereiche der DIN durch, dass ich immer dieses Schutzziel definiert habe und dann eben diese Grundanforderungen, die ich noch mit einfließen lassen muss. Aber es ist nie gesagt, dass ich unbedingt eine Rampe haben muss oder wie auch immer. Ich kann auch den Bodenbelag anheben oder wie auch immer. Wenn die Möglichkeiten da sind und ich erreiche einfach dieses Schutzziel, dann ist das eigentlich schon sehr, sehr viel, was ich erreicht habe. Ja, wir möchten beide einfach jetzt mal durch so eine ganze Reihe von guten, aber auch schlechten Beispielen durchgehen und die euch zeigen. Ich werde sicherlich einige Anmerkungen einfach zur Ausführung und auch zu den Normen einfach mal machen und Raul wird sicherlich zwischendurch immer mal wieder auch seine Erfahrungen zu diesen Punkten einfach einbringen. Wir haben es so ein bisschen von der Chronologie eigentlich, dass wir von der Infrastruktur von außen eigentlich ins Gebäude reingehen und diese einzelnen Bereiche so ein bisschen abarbeiten, damit ihr eben auch mal einfach einen Eindruck kriegt, was bedeutet Barrierefreiheit und was habe ich planerisch für Möglichkeiten, sie umzusetzen und wo muss ich einfach drauf achten. Es beginnt eigentlich, wenn ich ankomme an einem Gebäude, eben auch Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte, Blinde können gefahren werden, dass ich also auch mit dem Auto ankomme und eben einen Parkplatz brauche. Das ist jetzt zum Beispiel aus den USA, wo man eigentlich sehr schön sieht, dass man eben nicht nur die Grundanforderungen an Breite und Tiefe von einem Parkplatz und Beschilderung berücksichtigen muss, sondern auch, wie komme ich, wenn ich an dem Parkplatz aussteige, wie komme ich dann auf den Gehweg? Und in den USA sieht man das also fast durchgängig, dass es immer so kleine Betonanrampungen auf den Gehweg gibt und dass man die findet, sodass man also auch da hochkommt. Ansonsten habe ich wieder ein Riesenproblem. Ich stehe quasi auf der Straße, muss über die Straße zur nächsten Bordsteinabsenkung gehen und dann kann ich erst sicher auf den Gehweg kommen. Also sowas sind durchaus Alternativen, die man dann auch nutzen kann.
Hier sieht man ein Beispiel aus Berlin, wo es eben auch so gelöst ist, dass ich eben im hinteren Bereich einfach dann noch wiederum eine Absenkung auf das Nullniveau habe. Vorne habe ich noch wiederum einen höheren Bereich vor Kopf. Also ich kann auch da als Rollstuhlfahrer irgendwie aussteigen, kann ums Auto herumfahren und habe dann die Möglichkeit, hinten wieder zumindest über einen abgesenkten Bereich aufs Nullniveau zu kommen. Also immer mit Bedenken, dass alle Niveauunterschiede, die eben diese 2 bis 3 Zentimeter überschreiten, dass sie immer ein Hindernis darstellen und dass ich die also an allen Stellen, wo ich mich bewegen kann, dann möglichst auch reduzieren sollte. Es geht immer darum, Alternativen zu finden. Das ist das Entscheidende. Hier haben wir ein Beispiel dann für Wege. Wegebeschaffenheit ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Kopfsteinpflaster, Basaltpflaster in allen Varianten. Hier auch das Beispiel aus Berlin. Das ist natürlich eine Riesenerleichterung, wenn ich in der Mitte große Granitplatten habe, wo ein Rollstuhlfahrer dann wirklich bequem herfahren kann, aber eben auch ein Rollatornutzer oder auch jemand, der einfach eben in seiner Gehfähigkeit etwas eingeschränkt ist und seine Beine nicht mehr richtig gut heben kann und mit den Füßen nicht hängen bleibt, der ist natürlich über so eine Pflasterung sehr froh. Das muss jetzt nicht so ein breiter Streifen sein, das sieht man hier auf dem Bild an Raul. Das kann auch einfach nur ein 80 cm breiter, 90 cm breiter Streifen sein, wo man sich dann sicher bewegen kann und der Rest ist dann durchaus auch eine Basaltpflasterung oder irgendwas anderes. Also das ist durchaus möglich. Das hat auch den Vorteil, dass bei Menschen, die einen Gehstock verwenden beispielsweise, dann erkennen, wo der Weg aufhört. Das heißt, wenn dann die Ränder eben aus Kopfsteinpflaster bestehen, sich dann das auch anders anfühlt und man dann weiß, wo man noch auf dem Weg ist. Genau, also für die Orientierung sicherlich dann auch noch gut, weil ich einfach unterschiedliche Materialien habe. Also das ist, denke ich, sowieso ganz wichtig, das werden wir an vielen Beispielen sehen, Materialien auszunutzen für die Orientierung und um Architektur zu gestalten. Ich meine, das versuchen wir ja sowieso an allen Stellen, aber dass man eben immer vor dem Hintergrund, wie kann ich eben für unterschiedlichste Anforderungen die Materialien zusätzlich noch einsetzen, damit man sich orientieren kann, tasten kann, fühlen kann, wie auch immer. Das ist dann das Beispiel eben eines Aufmerksamkeitsfeldes im Straßenverlauf, wie man es sicherlich auch dann häufiger sieht, eben damit sich Blinde und Sehbehinderte mit einem Langstock, aber auch eben mit den Fußsohlen ordentlich orientieren können. Diejenigen, die gestern mit dem Langstock unterwegs waren, haben ja, glaube ich, so ein bisschen ein Gefühl dafür gekriegt, was das bedeutet, wenn man wirklich nicht sieht und sich nur über das Fühlen, über den Langstock und über diese taktilen Dinge orientieren muss. Wichtig ist es eben, dass diese Noppen auf den Bodenindikatoren groß genug sind, dass ich sie auch wirklich mit den Füßen zum Beispiel noch ertasten kann. Also wenn ihr das draußen mal irgendwo merkt, es gibt ganz unterschiedliche Varianten, wirklich deutlich fühlbare an Übergängen zum Beispiel, aber auch weniger deutliche. Und hier auch dieses Zwei-Sinne-Prinzip, was wir gestern schon mal kurz angesprochen haben, dass ich, wenn ich einen gleichfarbigen Bodenbelag habe und eben solche Bodenindikatoren einbaue, dass ich eben dann zum Beispiel so einen Begleitstreifen in Weiß noch einsetzen muss, damit ein Blinder oder Sehbehinderter wirklich auch, also ein Sehbehinderter an der Stelle dann noch erkennen kann und sehen kann, dass sich da was tut, damit dieser Rest-Sehsinn eben auch noch angesprochen wird. Das ist nochmal das klassische Aufmerksamkeitsfeld in seiner Endform dann am Ende eines Leitstreifens. Da sieht man dann auch nochmal deutlich diese Noppen, aber eben in dieser Kontrastfarbe dargestellt, zum Nachbarbelag. Nur manchmal ist es eben so, dass wir in der Architektur natürlich eben nicht so ein Leitsystem komplett deutlich irgendwo in die Landschaft legen möchten oder auf eine Platzgestaltung bringen möchten. Und da ist es dann wirklich teilweise auch einfach, einen Begleitstreifen zu setzen, zum Beispiel, anstatt diese Farbe zu nutzen. Das muss man aber dann immer von der jeweiligen Situation abhängig machen. Und wir alle kennen ja auf S-Bahn-Gleisen diese Rillen, die uns einfach ja, so einen weißen Streifen in die zeigen und diese größeren Enden von diesen Streifen, die bedeuten dann einfach, hier ändert sich jetzt etwas. Das heißt, hier geht der Weg normalerweise nicht mehr weiter, hier kannst du abbiegen oder hier ist der Eingang zu einem Aufzug, hier beginnt die Rolltreppe. Das sagt einfach demjenigen, der den Taststock verwendet, dass sich hier die Situation ändert. Ein Aufmerksamkeitsfeld. Genau. Hier ist nochmal deutlicher. Genau, hier ist es jetzt nochmal ein Beispiel, das ist jetzt aus Dänemark, aus Kopenhagen, wo man sieht, dass man auch, wie gesagt, nicht immer nur den Plattenbelag komplett wechseln muss, sondern es gibt eben auch aufsetzbare Materialien, die man nutzen kann, die also durchaus dann auch von der Architektur einen sehr eleganten Charakter haben können und kaum auffallen. Das ist natürlich jetzt, was das Sinneansprechen angeht, nicht ganz perfekt, weil eben diese kontrastreiche Gestaltung nicht gegeben ist, aber ich kann mich auf jeden Fall taktil schon mal
in Bereichen damit bewegen. Man könnte jetzt hier sicherlich für das Leitsystem nicht nur einen Streifen nutzen, sondern noch ein paar mehr Streifen. Aber das Aufmerksamkeitsfeld erfüllt auf jeden Fall an der Stelle schon mal seinen Zweck und man weiß, dass sich an der Stelle irgendein Abzweig oder was auch immer befindet. Ja, da auch nochmal der Begleitstreifen eben im Leitsystem. Wie gesagt, diese Leitsysteme, die Platten, sind eigentlich fest formatiert, also das sind ganz fest definierte Maße, auf die man da zurückgreifen muss. Aber alles, was drumherum passiert, wie wir da mit den Belegen dann weiterarbeiten, ist man total frei. Und das sollte man auch sein und auch wirklich ausnutzen. Also wenn ihr später in der Bemusterung seid, lasst euch viele Materialien kommen, legt sie wirklich nebeneinander und versucht das so in eure Gestaltung einzubringen, bis ihr dann wirklich die passenden Kontraste und die passende Abstimmung auf eure Gesamtgestaltung habt. Das ist möglich, das ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber man kann das wirklich sehr, sehr gut hinkriegen. Hier haben wir jetzt das Thema auch Orientierung im Raum, Tastkanten. Wir müssen eigentlich oder sollten für Blinde und Sehbehinderte natürlich immer möglichst 3 cm Tastkanten haben, damit ich mich also wirklich mit dem Langstock auch orientieren kann. Hier sieht man, das kann man dann auch noch viel extremer ausbilden in so einer Grünanlage, indem man so eine Metallaufkantung richtig hochzieht und damit also dann auch wirklich skulpturale, richtig charakteristische Landschaftsarchitektur gestaltet und gleichzeitig wirklich deutliche Tastkanten ausbilden kann, wo sich ein Blinder oder ein Sehbehinderter zumindest orientieren kann. Für den Blinden ist es dann wieder schwierig natürlich, weil er keine Orientierung hat, an welcher Stelle er abbiegen muss. Aber für den Sehbehinderten ist das durchaus hilfreich, wenn er wirklich solche deutlichen Tastkanten hat. Hier wäre jetzt die Frage, wenn die Wiese offiziell begehbar sein soll, wie dann Rollstuhlfahrer darauf kommen, da müsste man dann die Frage stellen, gibt es da irgendwo was Abgesenktes oder so, weil das wäre jetzt zum Beispiel zu hoch, wenn es eine offizielle Wiese ist. Genau, also ich glaube, dass es da so ist, dass der hintere Bereich, den man dann nur angeschnitten sieht, dass der angehoben ist insgesamt, dass man also wirklich in diese Kontur, in die Topografie reingebaut hat. Aber es ist natürlich auch absolut einfach, da nochmal eine Abkantung zu machen und wirklich mit einem anderen Material mit einer Schräge hochzugehen. Und dann eben auch so eine Fläche dann für einen Rollstuhlfahrer begehbar oder eben berollbar, befahrbar zu machen. Man muss es halt einfach nur mitdenken, dass ich eben auch den Fall habe, dass da jemand oder auch die Mutter mit dem Kinderwagen, die sich dann eben auf der Wiese mal breit machen möchte, dass man einfach sagt, okay, ich kann dann auch mit dem Kinderwagen da hoch, also bitte dran denken, man macht nochmal irgendwo einen Einschnitt. Der kann ja auch wieder Architektur sein und dann ist es wieder für alle nutzbar. Wichtig in dem Fall ist natürlich auch, dass ich als Rollstuhlfahrer ja oft die Aufkantungen gar nicht sehe. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo ich denn jetzt hin muss, wenn ich darauf will. Selbst wenn der Architekt irgendwie an etwas gedacht hat, weiß ich es ja trotzdem nicht immer. Das heißt, wichtig ist dann auch irgendwie, dass man Schilder aufstellt, dass man sagt, da und da geht's lang, da und da kann man was machen. Ich habe in Schöneberg eine Weile gewohnt und da gab es eine Post und die war natürlich in einem alten Gebäude, so mit richtig monumentaler Treppe am Eingang. Und dann gab es ein Schild und da stand für Rollstuhlfahrer um die Ecke klingeln. Und dann musste man um die Ecke, dann habe ich da geklingelt. Und dann kommt original ein Postbeamter raus mit einem Klapptisch und baut seine Mini-Filiale auf der Straße auf. Und das ist auch absurd im Winter, im Sommer lustig. Aber es ist irgendwie, es ist zwar eine Lösung, nicht besonders elegant, aber wenn ich da nicht hingegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nichts mit der Post machen können. Und das ist einfach wichtig, dass ich weiß, ich kann da bestimmte Lösungen finden. Ja, also Informationen sind sicherlich alles, das ist ganz klar. Dann kommen wir natürlich auch zum Thema Treppen. Das gehört bei Barrierefreiheit natürlich auch mit dazu, weil wir reden ja natürlich nicht nur von Rollstuhlfahrern, sondern auch einfach von Mobilitätseingeschränkten, die immer noch Treppen nutzen können und auch nutzen wollen. Und ich sage auch immer, ich wäre ein schlechter Architekt, wenn ich keine Treppen mögen würde und die auch nicht als Gestaltungsmittel gerne einsetzen würde. Also das ist ja, gehört mit dazu. Ich muss halt einfach nur die Rampe oder was auch immer als Alternative schaffen und dann ist das auch absolut okay. Aber ich sollte natürlich auch versuchen, eben die Treppe möglichst barrierefrei und gut nutzbar für alle gestalten. Das ist natürlich ganz entscheidend. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, wo man sieht, dass man eben auch nochmal einen zusätzlichen Handlauf, der einfach das sichere Begehen ermöglicht, auch eben reversibel anbringen kann, also mit zwei
relativ einfachen Bohrungen kann man den anbringen. Und er ist sehr zurückhaltend und ich habe zusätzlich auf so einer Freitreppe nochmal wieder die Möglichkeit, sicher darauf und runter zu gehen, wenn das zum Beispiel eine Apotheke ist oder irgendwas anderes, wo ich weiß, dass ich auch sehr viel Publikumsverkehr von älteren Leuten habe. Für die sind so Handläufe extrem wichtig, also das unterschätzt man oft. Oder hier, das ist jetzt das Stadttheater in Mainz, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo in einer wirklich großen Treppenanlage so eine Rampenanlage mit integriert ist. Also aus der Entfernung kann man eigentlich kaum erkennen, weil die Handläufe auch relativ filigran sind, dass es sich wirklich da noch um eine Rampe handelt, die mit in diese ganzen Treppensituationen eingearbeitet ist. Wir haben diese kurzen Handläufe an diesen Rampenläufen. Wir haben unten einen Radabweiser auf der Seite, wo man also abrutschen könnte. Also das ist schon von der Grundkonstitution sehr, sehr gut. Hier könnte man jetzt sagen, wir bräuchten vielleicht noch eine Stufenkantenmarkierung, damit man die hellen Stufen, die dann für einen Sehbehinderten als eine Fläche wirken, müsste man nochmal differenziert darstellen. Aber wenn man jetzt wirklich erstmal nur für die Zugänglichkeit über die Rampe nachdenkt, dann ist das wirklich schon ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo man einfach ohne zusätzlich noch irgendwas anzubringen in so eine Treppenanlage auch sowas einbringen kann. Da sind diese besagten Stufenkantenmarkierungen. Hier sind es jetzt drei Stufen, die man natürlich häufig im Außenraum einfach findet, wenn ich mit wenig Stufen arbeite. Und da ist es eigentlich extrem wichtig, dass ich eben auch vor dem Hintergrund der Unfallverhütung, also Barrierefreiheit ist für mich auch immer Unfallverhütung, weil alle Maßnahmen, ob Handläufe, ob Stufenkantenmarkierungen, sind wirklich extrem wichtig, weil gerade auf so drei Stufen, die gleichfarbig sind, wenn ich die je nach Lichteinfall betrachte, kann ich das manchmal nicht wahrnehmen, ob das wirklich Stufen sind oder nicht. Und da ist man schneller gestürzt, als man denkt. Oder Alkoholpegel ist ja... Oder der Alkoholpegel ist zu hoch oder wie auch immer. Also die Sturzgefahr, gerade bei den wenigen Stufen, wie wir ja auch Handläufe dann schon bei drei Stufen brauchen und Absturzsicherung ab einer gewissen Höhe, auch da möglichst bitte immer an die Stufenkantenmarkierungen denken. Und bei drei Stufen ist es sogar so, dass man jede Stufe markieren soll. Wenn es mehr Stufen werden, dann reicht es immer, wenn es die erste und die letzte Stufe ist, die markiert wird. Hier sieht man noch ein Beispiel aus dem Bahnhof hier in Berlin, der, was die Barrierefreiheit angeht, schon sehr, sehr gut umgesetzt ist, muss man sagen. Also Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, ja. Da gibt es also eigentlich nur sehr wenig Punkte, die man kritisieren kann. Hier sieht man sehr schön die Stufenkantenmarkierung an jeder Stufe vorne. Vorne dieses Abgesetzte in einer anderen Farbe zum normalen Belag, dieses Aufmerksamkeitsfeld, was an der Stelle jetzt auch ein Bodenindikator in dieser Riffelform ist, eben keine Noppenplatte, aber was durchaus auch möglich ist. Und das ist also für einen Sehbehinderten schon und für einen Blinden dann auch wirklich sehr, sehr gut zu ertasten und dann auch so eine Treppe sehr, sehr gut zu nutzen. Wenn jetzt ein Blinder diese Treppe nutzen will, und muss er natürlich in irgendeiner Form wissen, wo geht's hin. Und wenn ich mich in einem Gebäude nicht wirklich richtig gut auskenne, dann gibt es da noch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel an Handläufen eben eine Breil- und eine Pyramidenschrift anbringt. Das ist also jetzt ein Handlauf, der nach oben führt, wo ich seitlich eine Breil-Gravur und eine Pyramidenschrift habe, die also oben scharfkantig ist, so damit ich die ertasten kann und habe da dann jetzt die, zum Beispiel hier ist es eine Gleisangabe, Gleis 11 bis 14 und zur S-Bahn angegeben und ein Blinder oder auch ein stark sehbehinderter Mensch kann sich also deutlich orientieren und weiß, er ist an der richtigen Treppe, wenn er den Handlauf benutzt und kann dann nach oben gehen und kann sich dann da weiter orientieren. Und man sieht dieses Feld nicht, weil es ist natürlich am Handlauf unten. Ja. Das heißt, da man mit den Fingern eben einmal rumgreift, ist es unten oder an der Seite angebracht. Genau, es weiß eigentlich kaum jemand. Also wer dann hier mal in Berlin am Hauptbahnhof ist, einfach mal die Treppen anschauen. Er wird dann diese Markierungen finden und das ist ganz interessant. Wer sie nicht kennt, sieht sie und findet sie auch nicht. Auch hier ein Beispiel aus Berlin, eben eine Treppe zu einem öffentlichen Gebäude, wo man sich dann auch schon sehr wundern kann, wie eben so eine Treppe an einem wirklich stark fluktuierten Gebäude gebaut werden kann. Wir können oder dürfen eigentlich barrierefreie Treppen eben nicht ohne Setzstufe bauen. Das ist einmal das eine, weil da einfach auch die Gefahr zu hoch ist, dass ich wirklich mit den Füßen hängen bleibe und auch stürzen kann. Das betrifft natürlich auch nicht nur blinde Sehbehinderte, die so eine Treppe nutzen, sondern auch dann wieder ältere Menschen, die eben auch in ihrer Gehfähigkeit einfach eingeschränkt sind mit Parkinson oder anderen Krankheiten. Oder einfach auch nur ältere Menschen, also ohne großartiges Krankheitsbild. Wenn man einfach nicht mehr so fit ist, bleibt man schon mal an so einer Stufe hängen. Also es passiert mir sogar schon mal.
Was da aber auch ganz wichtig ist, dass man, wenn man sich mit dem Langstock zum Beispiel orientieren will, dass man also auf diesen in diesen Zwischenräumen hängen bleiben kann und sich auch mit dem Langstock durchaus verhaspeln kann. Und insofern sind also solche Stahlgitterkonstruktionen im öffentlichen Bereich möglichst zu vermeiden. Also das ist auch da wiederum Unfallverhütung, sollte da im Vordergrund stehen. Das ist ein sehr schönes Beispiel in Kreuzberg, der Eintritt zu einer Physiotherapie. Das ist eine Rampe mit eingebauter Stufe oder eine Stufe mit eingebauter Rampe. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist es für beide ziemlich unbrauchbar, weil sowohl Rollstuhlfahrer dort mit dem Unterboden aufsetzen an der Stufe, es ist außerdem super steil. Zweitens ist die Stufe auch keine Stufe, sondern irgendwie so eine Rampenstufe. Ich sag ja Stumpe oder so. Und das heißt, die hat halt nicht, die funktioniert halt für keinen von beiden. Und das ist sehr interessant, weil auch Familien mit Kinderwagen an diesem Ding scheitern. In Russland werden diese Dinger sehr gerne gebaut. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und es gibt ein sehr lustiges YouTube-Video, das muss ich mal raussuchen, wo man sieht, wie Leute dann versuchen, diese Dinger runterzufahren und sich wirklich mit Helm und so allen schützen, um einfach versuchen, diese super krassen Rampen runterzudüsen. Aber das geht halt auch gar nicht. Ist natürlich Bestand, ist klar. Aber auf den stoßen wir natürlich auch und da einfach sensibel sein und irgendeine Lösung finden und das versuchen irgendwie auch dann rückzubauen, damit das nicht länger so bleibt. Ja, hier nochmal das Thema Rampen im Allgemeinen. Wir müssen und sollen bei Rampen eigentlich auf beiden Seiten einen Handlauf haben, weil je nach Einschränkung es einfach wichtig ist, dass ich da einen sicheren Halt und einen sicheren Gang habe. Hier sieht man jetzt am Beispiel von Raul zum Beispiel eben, wie wichtig das auch sein kann. In deinem Fall jetzt nicht, weil du eher elektrisch unterwegs bist, aber wenn man manuell unterwegs ist, kann es durchaus dann hilfreich sein, wenn ich mich auch mal hochziehen kann, wenn ich eben keine Kraft mehr habe an einem Handlauf. Oder eben auch bei Einschränkungen wie einer Halbseitenlähmung, dann kann ich, je nachdem auf welcher Seite ich eingeschränkt bin, komme ich noch vorwärts rauf. Aber ich müsste theoretisch rückwärts runtergehen, wenn ich mich festhalten wollte, wenn es nur einen Handlauf gibt. Also auch da bei Rampen möglichst immer zwei Handläufe. Ich weiß, dass das immer schwierig ist, natürlich, wenn man das in so ein architektonisches Bild einbringen will. Aber es ist also für viele ist es dann wirklich bedeutend einfacher zu nutzen. Was man eben auch noch sieht, ich habe einmal die Absturzsicherung und eben den Handlauf nochmal auf der richtigen Höhe. Also das auch nicht zu verwechseln, das sind wirklich zwei unterschiedliche Dinge. Und natürlich unten noch den Radabweiser, der eben einfach dafür sorgt, dass ein Rollstuhlfahrer, aber auch ein Rollatorfahrer einfach nicht abrutscht und dann zwischen die Pfosten gerät und sich dann da auch noch verhakt und stürzen kann. Ja, mobile Rampen, wenn sie denn jetzt immer da wäre, ist es gut. Da fehlt dann eigentlich im Grunde auch nur der Handlauf, aber man weiß jetzt, das ist die neue Wache hier in Berlin. Ich denke, du warst froh, dass du reingekommen bist und mal schauen konntest. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach, wenn es der Denkmalschutz gar nicht zulässt und man gar keine Möglichkeiten findet, so eine Zwischenlösung zu finden. Ich hätte an der Stelle dann wirklich an diese mobile Rampe auch noch einen Handlauf angebracht auf der einen Seite und sie trotzdem mobil gelassen. Das kann natürlich auch für uns, für Architekten, auch eine Lösung sein, dass wir, wenn wir mit dem Denkmalschutz einfach nicht weiterkommen, dass man dann wirklich guckt, dass man sowas ja, immer wieder Zurückbaubares, Wegnehmbares konstruiert. Das ist immer wieder ein ganz großes Thema, Barrierefreiheit und Denkmalschutz. Da muss man auch ganz klar sagen, dass man da in dem Bereich sicherlich nicht immer die DIN-Normen so strikt anwenden kann, wie sie gefordert sind, sondern das geht nur über Kommunikation. Also wirklich mit den Denkmalbehörden in direkten Kontakt gehen, sich Fachleute hinzuziehen, die schon gute Lösungen kennen. Und dann, denke ich, kann man auch gute Lösungen finden. Aber das geht nur über sehr viele Kompromisse und sehr viel Kommunikation. Das ist ganz wichtig. Hier sieht man an der Friedrich-Werderschen Kirche hier auch in Berlin. Man sieht übrigens, es sind sehr viele Beispiele hier aus Berlin, die ich sogar aus Düsseldorf mitgebracht habe, weil Berlin halt schon wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich tut und sehr, sehr, sehr viele Lösungen anbietet, die wirklich gut sind. Das ist schon wirklich vorbildlich an vielen Stellen, wie es gelöst wird. Und eben auch an denkmalgeschützten Gebäuden eben so eine Rampe anzubringen, das ist einfach schon ein Riesenvorteil. Hier muss man dazu sagen, die Friedrich-Werdersche Kirche ist halt eben, hat keine Kirchennutzung mehr, sondern ist ein Ausstellungsraum mit großen Skulpturen.
Und ich glaube, da ist es dann auch naheliegend, dass man ja denken könnte, das hat man auch eben, um den Transportweg einfach zu vereinfachen, dass man diese Rampe unter Umständen auch angebracht hat. Also auch um große Exponate dann irgendwo reinzubringen oder eben auch in der Gastronomie einfach die Belieferung durchführen zu können, sind Rampen einfach dann ein Riesenvorteil. Also das ist, da sieht man dann wieder ganz schnell den für alle Effekt. Auch da wieder im Bestand einfach eine zusätzlich angesetzte Rampe, die also additiv ist, was sicherlich beim Bestand immer wieder eine Möglichkeit ist und die vom Denkmalschutz auch immer wieder akzeptiert wird, wenn man wirklich additiv arbeitet, dass Aufzüge, dass Rampen wirklich vor dem Bestand gesetzt werden und als eigenes Element gesehen werden und somit die Grundarchitektur einfach eben nicht zerstören. Beispiel auch aus Dänemark, diese Rampe mit dem leichten Schwung, die jetzt auch natürlich von ihrer Neigung und von den Ruheflächen zwischendurch sicherlich nicht barrierefrei ist, aber was einfach eine ganz schöne und eine elegante Lösung an der Stelle erst einmal ist, um überhaupt in das Gebäude reinzukommen. Und wo wir gerade beim Thema Eleganz sind, ist ja das Spannende, dass man ja immer gleich irgendwie an diese ganz relativ hässlichen oder langsamen Dinger denkt, wenn es um Barrierefreiheit geht, um Aufzüge und was auch immer. Dabei gibt es eigentlich auch total elegante Ideen, wie man Rampen in Treppensysteme integrieren kann. Auch wenn es vielleicht nicht ganz den Normen entspricht, das kannst du nochmal sagen, aber genau, also hier der Weg ist halt immer so eine S-Linie. Ne? Sieht man, genau, das ist so eine S-Linie. Hier sieht man natürlich, dass es fehlen in Anführungsstrichen auch wieder die Handläufe, aber das wäre natürlich an der Stelle auch schwierig gewesen. Aber wenn man schon, wie gesagt, so eine große Freitreppe einfach überwinden möchte, schon wie bei der vorhin gezeigten Treppe aus Mainz, dann ist das natürlich schon wirklich auch jetzt wie man da sieht, für einen Kinderwagen oder Rollatorfahrer wirklich super, wenn man in so eine große Treppe so eine fein eingearbeitete Rampensituation hat. Das ist jetzt ein Aachen-Gebäude von Heinle Wiescher und ich finde es einfach gut gelöst. Damit leistet man schon einen großen Dienst, um einfach Zugänglichkeit eben einfach nur der oberen Ebene zu leisten. Auch wieder ein Beispiel. Wenn wir jetzt von den vertikalen Erschließungen sprechen, sind natürlich Aufzüge in all ihren Varianten, ob Hublifte, Treppenlifte, das ist jetzt Kategorie Hublift. Schloss Bellevue, natürlich auch eine sehr aufwendige, aber auch sehr elegante Lösung, die im Seitenbereich des Haupteingangs angebracht ist, sodass eben Rollstuhlfahrer auch da reinkommen können mit durchgezogenem Belag, sogar bis auf die Fläche. Also ich nehme aus der Entfernung eigentlich auch wirklich nur diese Edelstahl-Umfassung und das Bedientableau vielleicht wahr und ansonsten tritt das sehr stark in den Hintergrund und das sind natürlich dann auch ganz, ganz feine Lösungen, wie wir gleich auch noch andere sehen. Ich war vor ein paar Tagen am Bode-Museum und das ist ganz interessant, weil da haben die ein System gebaut, wo in der alten Treppe sich letztendlich ein kleiner Aufzug befindet, der jetzt irgendwie dauert ungefähr eine Minute, dieses Video, wo man sieht, wie sich dann praktisch die Treppe zu einer großen Fläche ausdehnt und alles angehoben wird und dann am Ende man eben ehrlich reinkommt. Das ist mir als Technik-Nerd irgendwie, ich finde es ganz schön, kostet wahrscheinlich unglaublich viel Geld, ist aber, also man sieht es von außen einfach nicht. Wenn dieser Aufzug nicht verwendet wird, dann sieht es aus wie eine Treppe. Und man kann dann einfach ganz normal da langfahren. Und irgendwie alle Leute, die es sehen, die haben Spaß dabei. Also der Typ hat Spaß, das zu bedienen. Ich habe mich ja mit dem unterhalten und es war schon ziemlich beeindruckend. Die Leute, die es gesehen haben, dachten so, oh Gott, was geht denn jetzt? Und wenn man da drauf steht, dann man steht im Mittelpunkt. Das ist halt irgendwie auch, du hattest auch Spaß. Ja, ich hatte auch Spaß. und es ist wirklich lustig, weil sowas sieht man nicht alle Tage. Kategorie Treppenlift, das ist ja so das Kategorie Lifter, das kennt man vielleicht so vielleicht von seinen Urgroßeltern oder Großeltern, die dann vielleicht sowas in ihr Haus eingebaut haben. Das gibt es natürlich auch für öffentliche Gebäude. Ich kenne keinen Rollstuhlfahrer, der diese Dinger mag. Also erstens sind sie nicht besonders schön, sie erinnern einen irgendwie meistens an ein Krankenhaus und letztendlich ist aber das größte Problem, dass man sie nicht selber bedienen kann. Das heißt, es muss immer jemand kommen. Beim Bode-Museum ist das kein Problem, weil es ist irgendwie, wie soll ich sagen, es ist ein Museumsbesuch und da hat man sich ja irgendwie auch vorbereitet. Aber wenn man jetzt zu einer Behörde will und dann irgendwie, da geht man sowieso nicht gerne hin,
Ja, dann muss man auch noch da den Pförtner bitten, der auch grummelt und das ist irgendwie alles, das ist eine andere Art von Gefühl einfach. Aber das größte Problem ist einfach die Geschwindigkeit. Und ich habe mich mit mehreren Treppenliftherstellern unterhalten und die meinten, ja natürlich können wir die Dinger schneller bauen, aber wir dürfen nicht. Aufgrund von irgendwelchen rechtlichen Bestimmungen, weil das könnte ja jemand dann beim Rauflaufen, beim Treppe gehen, sich an dem Ding stoßen und wenn das Ding zu schnell ist und was passiert, wenn sich irgendjemand da drin einklemmt und so. Und man muss ja noch rechtzeitig Stopp drücken können. Aber letztendlich ist es ein halber Tagesausflug, wenn man da oben sein will. Das ist eine Spitzenausflugsfahrt, ne? Das ist super. Ist, ja. Ich meine, das ist jetzt hier noch ein relativ harmloses Beispiel. Das ist noch ein relativ harmloses Beispiel. Es gibt im Hamburger Bahnhof, gibt es eins, wenn man von dem alten Teil in den neuen Teil möchte, dann muss man so einen Treppenlift verwenden, der extrem lange dauert. Ich glaube, es dauert eine Viertelstunde, bis man oben und wieder unten ist. Und das Lustige ist, da das um eine Ecke fährt, dieses Ding, im Hamburger Bahnhof, ist es so, dass dann der Typ, der das bedient, dann auf der Hälfte der Strecke den Schlüssel am Anfang rausziehen muss, die Treppe hochgehen muss und am Ende wieder einstecken muss und dann damit es weitergeht. Und das ist einfach so, ist so absurd für alle. Ja? Und auch sehr unangenehm. Dann war ich Mitte des Jahres in Tokio. Und Tokio war jetzt bisher nie für mich bekannt als eine der barrierefreiesten Städte. Ist es aber. Obwohl man relativ wenig Menschen mit Behinderung im Alltag sieht, also jedenfalls ich habe sie nicht so stark gesehen, ist alles barrierefrei. Also fast alles. Und da, wo es nicht geht, dann findet man halt irgendwelche Lösungen in alten Systemen. Und ich habe gleich eins mitgebracht. Also da bin ich als technikaffiner Mensch selber auch fast vom Glauben abgefallen. Ich auch. Das war mir auch nicht bekannt. Und das ist eine sehr lustige Lösung. Aber was ich wirklich interessant finde, warum machen die Japaner das? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es bei denen kulturell einfach einen anderen Bezug zur Technologie gibt. Die sagen einfach, da wo ich etwas technologisch machen kann, da mache ich es. Und ich stelle mir nicht die Frage, für wen und ist es jetzt irgendwie was für Behinderte oder so, sondern einfach, es ist für alle praktisch einen Aufzug zu haben. Oder es ist einfach für alle praktisch irgendwie auch eine Klimaanlage im Aufzug zu haben. Also so denken die halt eher. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedankengang. Und ich habe das Beispiel mal mitgebracht. Ich habe es mit meinem Handy gefilmt. Ja, das ist eine Rolltreppe, eine ganz klassische Rolltreppe. Und der Typ meinte, fahren Sie mal rauf, fahren Sie mal rauf. Und ich so, niemals, niemals. Und er so, doch, doch. Und plötzlich kommen so wie bei Transformers solche Dinger raus. Und aus der normalerweise Stufen wird eine Ebene. Und dann sagt er, kommen Sie rauf, kommen Sie rauf. Und dann fährt man da rauf bis zu den Noppen. Und dann fährt diese ganze Rolltreppe in dieser Ebene dann letztendlich runter. Und das ist total abgefahren. Ich meine, ich kann kein Japanisch, das heißt, ich brauchte diesen Typen, der das Ding bedient, die da auch immer stehen. Und das Lustige ist, dass diese Rolltreppe von ThyssenKrupp ist. Sie steht aber in Japan. Ja? Das heißt, es scheint ja irgendwie eine deutsche Firma zu sein, die dieses Ding baut. Jetzt kann man die Ebene, glaube ich, gleich sehen. Da ist sie. Ja, also es scheint eine deutsche Firma zu sein, die dieses Ding baut, aber anscheinend nicht in Deutschland. Und aber in Japan an der U-Bahn-Station Shibuya. Das ist, also sowas habe ich einfach noch nie zuvor gesehen. Und es ist wirklich total abgefahren. Es geht, ja, es dauert natürlich ein bisschen länger, aber jetzt fahren diese Noppen da gleich wieder rein. Und als ob nichts gewesen wäre, verwandelt sich das Ding einfach wieder in eine Rolltreppe. Also das fand ich ein sehr schönes Beispiel, einfach um mal zu zeigen, okay, das habe ich selber noch nicht gesehen, das ist ziemlich geil. Und überall gibt es diese taktilen Leitstreifen, also Tokio, immer eine Reise wert. Aber ich glaube, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, eben, dass das eben ein deutsches Produkt ist und natürlich mit der Frage, warum machen wir das nicht, warum geht das hier nicht? Und das hat natürlich, glaube ich, hier sehr viel auch mit Kosten zu tun, das sind natürlich extrem teure Produkte. Aber natürlich dahinter steht auch der Wille, es tun zu wollen. Und das ist natürlich ganz entscheidend. Ich glaube, das wird auch so unser Grundappell natürlich an euch sein, wenn es dann in den Köpfen drin ist. Und ich möchte diese Barrierefreiheit schaffen. Und ich glaube, in Japan hat es auch grundsätzlich viel natürlich mit dem Umgang mit alten Menschen, mit diesem Generationsdenken zu tun, was da sicherlich ganz anders verwurzelt ist als bei uns.
Also wenn ich natürlich Technik einsetzen möchte und ich möchte eben allen Menschen eben sowas erleichtern, dann nehme ich auch durchaus das Geld in die Hand und mir ist es bewusst, dass es teuer wird. Und dann macht man das auch. Also das hat sehr viel einfach auch mit diesem Willen und mit diesem Bewusstsein eben für Barrierefreiheit zu tun. Das finde ich ein schönes Beispiel eigentlich dafür. Ja, natürlich Aufzüge in der klassischen Form kennen wir alle. Wichtig sind da die Grundabmessungen. Ich denke, das ist auch alles kein Hexenwerk. Aufzüge werden eigentlich mittlerweile von den Aufzugherstellern in barrierefreier Form fast komplett geliefert. Sodass man da eigentlich auch als Planer nur relativ wenig falsch machen kann, wenn man den richtigen Typ für die richtige notwendige Nutzung aussucht. Wichtig ist es da eigentlich dann noch ein bisschen genauer hinzugucken, wenn es wirklich um Menschen mit einer Sehbehinderung oder blinde Menschen oder auch hörbehinderte Menschen geht, dass man da also genau schaut, sind die Bedientableaus wirklich gut und richtig angeordnet, haben sie die richtigen Abmessungen, habe ich eine Pyramidenschrift eben, um auch die Geschosszahlen zum Beispiel an der Stelle zu ertasten, oder sogar zusätzlich dann noch eine Brailleschrift und eben für oder eben sogar eine akustische Ansage auch für die Geschosse. Das auch hier im Bahnhof in Berlin ist es wieder fast schon etwas aufdringlich rollen. In deiner epischen Breite der Aufzug am Hauptbahnhof, der dann immer alle Stockwerke runterbetet mit allen Gleisen und Umsteigemöglichkeiten und dann so einen 5-Minuten-Dialog, Monolog eigentlich mit einem hält. Das ist ganz interessant. Aber zum Thema Barrierefreiheit für Hörbehinderte in Aufzügen ist ja das Interessante, dass was passiert eigentlich, wenn man stecken bleibt? Wie kann man eigentlich als hörbehinderter Mensch signalisieren, dass man sich in Not befindet in einem Aufzug? Und dann steht da auf, irgendwie bei einigen Stellen auf so ein Lämpchen, da steht dann, wenn es leuchtet, dass man sprechen soll. Ne? Dann spricht man vielleicht, und wenn man aber nicht hören kann, dann hört man nicht die Antwort. Also auch da ist natürlich immer die Frage, wie kann man sich dann auch als gehörloser Mensch artikulieren in einem Aufzug, in einer Gefahrensituation. Ich habe noch keine Lösung dafür gesehen, aber es gibt wohl welche, sowas wie Tastaturfelder, um eine Notnachricht abzusetzen oder was auch immer per Text. Scheint auch da wieder ein Thema zu sein. Also das ist speziell für Hilfsmittel, für Menschen mit einer Hörbehinderung, stehen wir dann noch ziemlich am Anfang und da tut sich im Moment ziemlich viel, einfach auch Lösungen zu finden, weil auch die Verbände und viele Betroffene einfach dann sagen, wir müssen da Lösungen finden und fordern das auch sehr intensiv. Aber auch natürlich für Blinde und Sehbehinderte ist es extrem wichtig, dass ich eben, wenn ich einen Notruf drücke, auch eben ein Feedback kriege, eben, dass ich eben akustische Signale bekomme. Oder eben auch Taster, also alles, was Sensortaster sind zum Beispiel, wo wir ganz einfach sehen, dass sie aufleuchten oder in irgendeiner Form, hat ein Blinder natürlich gar keine Chance, irgendwie zu merken, hat der Taster ausgelöst oder nicht. Also auch Widerstand bei Tastern einfach zu haben. Oder ein möglichst, Geräusch, Piep. Oder ein Geräusch, einen ja. Piep, wie auch immer, zu haben und nicht einfach nur eine flache Glasfläche, wo ich einen Sensortaster auslöse. Das sind so diese vielen Feinheiten, wo ich eben für solche Anforderungen dann Möglichkeiten schaffe, dass ich das kompensieren kann. Und zum Thema Beschilderung, auch hier wieder interessant, finde ich in dem Fall, ich weiß nicht, wer von euch den Aufzug Friedrichstraße kennt, der zur S7 fährt. Das ist super spannend, weil die Leute verdrücken sich immer auf diesen Knöpfen. Die Leute denken immer, sie kommen da auch mit dem Aufzug zur S1, was aber, also ich weiß gar nicht, wie groß dieses Schild noch sein muss, um zu verstehen, dass es mit diesem Aufzug nicht zur S1 geht. Aber offensichtlich scheint es auch ein Usability-Problem in Aufzügen zu geben, wenn selbst nicht behinderte Menschen nicht verstehen, was SG bedeutet. Ich weiß immer noch nicht, was SG bedeutet in dem Fall. Weißt du das, was der Button da SG bedeutet? Also es wird auch nirgends erklärt. Das heißt, das ist wirklich auch unter Usability-Fragen. Und ich bin ja auch so ein bisschen in der Usability-Geschichte unterwegs. Ich weiß nicht, wie oft fahrt ihr Zug und wie oft erlebt ihr diesen Moment, dass Leute in den Zug einsteigen und fragen, in welchem Wagen bin ich? Ne? Also und das ist ja eine Standardfrage. Und ich berate mich auch immer, wie groß muss man eigentlich eine Nummer auf einem Zug schreiben, um den Leuten klarzumachen, du befindest dich in Wagen 9 oder was auch immer. Das heißt, es gibt immer wiederkehrende Fragen und ich glaube, auch in einem Aufzug sollte man erklären, was SG bedeutet. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht herleiten. Also ich weiß es nicht. Bitte? Das
könnte sein. Also ich kenne auch die Abkürzung MZ zum Beispiel, das kann höchstwahrscheinlich, weiß es auch, wissen es die wenigsten, für Mezzaningeschoss. Also das sind auch so alle Formulierungen für irgendwelche Zwischengeschosse. Wir in unserer Architektensprache können uns da vielleicht nur einigermaßen zurechtfinden an manchen Stellen, aber das ist natürlich für einen Außenstehenden wirklich schwierig. Also auch da in Beschilderung einfache, deutliche Formulierungen zu finden und natürlich wieder kontrastreich, gut sichtbar, in einer ordentlichen Größe für alle gut lesbar, das ist eigentlich das, was man sich dann wünscht. Und auch da wieder interessant, was passiert eigentlich mit ausländischen Mitbürgern, die diesen Aufzug benutzen? Verstehen die SG? Verstehen die EG? Müsste es nicht eine Null sein oder Ausgang, Exit, was weiß ich? Würde ja auch funktionieren. Ja. Interessant, im Grimm-Institut hier in Berlin, sehr relativ neu, hat auch viel Ärger bekommen wegen Barrierefreiheit, weil Aufzüge hinter Feuertüren sich befunden haben, die man als Rollstuhlfahrer nicht selber aufbekommen hat. Aber so im Detail sieht man eben auch, dass sogar an der Spindlösung darüber nachgedacht wurde, wie können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die vielleicht die Arme zum Fahren brauchen, ihre Sachen ablegen, um sie dann in den Spind zu legen, und haben dann zum Beispiel diesen ausfahrbaren Tisch unter den Spind gesetzt, unter dem man dann drunter fahren kann, man seinen Rucksack ablegt, die Sachen rausholt und dann eben in den Spind schieben kann. Also das sind schon auch Lösungen, wo nicht nur die Höhe des Spindes angepasst wurde, sondern auch noch mitgedacht wurde, wie das Ganze weitergeht. Ja, das ist natürlich, das geht auch dann schon fast in die Richtung Universal Design. Ich meine, das wünscht man sich an vielen Stellen. Das ist wie die normale Taschenablage an der Theke. Einfach, das ist für jeden praktisch, dass man nochmal eine andere Tasche ablegen kann. Und hier ist dann sogar eben noch die Spindnummer in Pyramidenschrift und darunter dann in wirklich gut kontrastreich in Weiß nochmal in Brailleschrift angebracht. Das Rollstuhlsymbol ist tastbar. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne und elegante und wirklich funktionale Lösung. Mein Lieblingsthema, Bankautomaten. Insofern Lieblingsthema, weil da kommt man meistens nicht drauf. Also ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, dass Briefkästen im Alltag für mich als Rollstuhlfahrer nicht benutzbar sind. Ich muss also jemanden um Hilfe bitten, das ist okay, tagsüber. Nachts muss man eine Weile warten, bis jemand vorbeikommt. Aber es geht irgendwie und ich schicke ja sowieso nur noch E-Mails. Aber interessant wird es bei Bankautomaten. Wie komme ich eigentlich unabhängig von Ladenöffnungszeiten meiner Bankfiliale an Geld? Und ich kann an diesen Automaten einfach, ich komme nicht an den Touchscreen ran. Das heißt, ich kann auch nicht an Geld rankommen, ohne auf die Hilfe von stehenden Menschen angewiesen zu sein. Das heißt, ich verrate fremden Leuten meine PIN. Das ist auf der einen Seite ein Risiko, gebe ich ja ganz offen zu. Auf der anderen Seite begehe ich damit aber auch ganz offen Vertragsbruch mit meiner Bank. Weil in der Bank, also in dem Vertrag steht ja, dass ich niemandem meine PIN verraten soll. Aber ich habe gar keine andere Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Und das ist ein sehr interessanter Konfliktpunkt, wo es auch sehr, sehr, sehr wenige Bankfilialen gibt, die rollstuhlgerechte Automaten haben, die unterfahrbar sind, wo der Bildschirm ein bisschen tiefer ist und wo man eben auch rankommt. Aber das ist wirklich noch eines der ganz großen Probleme, sage ich jetzt mal, mit so Stadtmöbeln. Ja. Dein Lieblingsthema, barrierefreie Toiletten? Ja, mein Lieblingsthema sind sicherlich die barrierefreien Toiletten, weil man da einfach so das breite Spektrum auch der Planungsfehler am schönsten ablesen kann. Obwohl es einfach relativ einfach sein könnte, weil da wirklich die DIN sehr, sehr viel hergibt. Und man kann eine barrierefreie Toilette ziemlich gut und auch separat eben planen. Es ist eigentlich nur, ich brauche die Fläche für diese Toilette und dann plane ich sie, wie sie in der DIN steht, und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Aber es gibt halt immer wieder Fälle, wo man dann wirklich kopfschüttelnd sagt, das kann einfach nicht sein. Hier bei diesem Beispiel zum Beispiel, das ist eine Toilette in einer Gastronomie, die diese Haltegriffe vor Umbau nicht hatte. Also sie war ohne Stützklappgriff oder Stützgriffe eigentlich relativ gut nutzbar. Sie war nicht wirklich barrierefrei, aber sie war von den Grundmaßen und von den Grundflächen schon mal wirklich nutzbar. Und das war schon ein großer Vorteil an dieser Stelle. Aber man kommt mit dem Rollstuhl gar nicht ran, ne? Wegen den Dingern hier. Genau, das ist der Clou. Das ist das, was sich jetzt abgezeichnet hat. Es muss also irgendjemand wohl gefordert oder gesagt haben, ich brauche aber Stützklappgriffe oder ich muss mich irgendwie abstützen können, wenn ich das WC nutze. Also hat man sich gedacht, gut, wir müssen da irgendwas anbringen. Meine Frau hat diese Toilette genutzt und kannte sie im Vorzustand und dann jetzt in diesem Zustand und hat mir das dann erzählt und hat gesagt, guck dir das mal an.
Und ich habe da drauf geguckt und bin als erstes hinten an die Rückwand gegangen und habe mal geklopft. Und es hat sich ganz schnell gezeigt, dass es eine Gipskartonwand ist, also eine Ständerwand ist. Und es ist natürlich klar, ich kann an so einer Stelle keine Klappgriffe mehr anbringen, wenn ich nicht die Grundkonstruktion vorher in der Wand angebracht habe. Also ist die Konsequenz, dass ich eben diese bis auf den Boden fußenden Stützklappgriffe anbringen muss. Aber dadurch das ganze Konzept einer von der Grundfläche her schon mal komfortabel nutzbaren Behindertentoilette zunichte mache. Und das ist natürlich fatal. Also auch das konstruktive Mitdenken an solchen Stellen ist dann extrem hilfreich, dass ich also im Bereich des WCs, auch wenn ich vielleicht nicht von vornherein Stützklappgriffe anbringen will und kann oder kann, dass ich wenigstens mitdenke und sage, okay, ich mache zumindest schon mal die Unterkonstruktion so, dass ich dann eben hinterher Stützklappgriffe anbringen muss. Und dann würde sowas zum Beispiel eben nicht entstehen. Und das ist natürlich dann total bedauerlich, wenn es vorher funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr wirklich. Das ist auch so ein Beispiel, eben die nicht vorhandene Beweglichkeit von Stützklappgriffen. Kurze Erklärung, also hier links ist der Waschtisch, den man da so im Anschnitt sieht, und das ist die Hauptzugangstür in dieses Behinderten-WC. Auch in einem durchaus großen bekannten Gebäude hier in Berlin. Dieser Griff, Stützgriff, der eben kein Klappgriff ist, ragt also in die Tür rein, in den Aufschlagbereich der Tür. Sodass ich also, wenn ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin oder so, auch als Normaler in dieses WC eintreten will, schon wirklich dann mit dem Bein oder mit der Hüfte an diesem Griff hängen bleibe. Das sind aber alles Punkte, die unbedingt gar nicht in der Planung, sondern wirklich dann hinterher in der Ausführungsphase entstehen. Und da kann ich einfach immer nur wieder den Appell aussprechen, dass man wirklich zusieht, dass in der Bauleitung und hinterher auch bei der Abnahme eben wirklich da das große Augenmerk drauf gelegt wird, dass man nochmal guckt, dass wirklich alles richtig umgesetzt wird. Dass es eben nicht ein festmontierter Griff ist, sondern an der Stelle ein kurzer, klappbarer Stützklappgriff, wenn er denn sein muss. Und dann ist das ganze Thema gegessen. Aber wenn ich natürlich den Handwerker da wirklich freien Lauf lasse und denen ihre Kreativität ausleben lasse, dann kommen solche Produkte dabei raus. Und wenn ich einfach eben nicht das Feingefühl habe und mal auf der Baustelle bin und das sehe und sofort dazwischen funke und sage, nee, das geht nicht, Moment mal, da läuft das schief, dann sind das solche Ergebnisse hinterher. Und die machen wirklich ganze Funktionalitäten von ganzen Räumen am Ende zunichte. Und das ist dann am Ende natürlich auch wirklich das Geld, was da vernichtet wird. Weil wenn das wirklich dann irgendwann mal auch zurückgebaut werden soll, entstehen wieder neue Kosten. Und das möchte ja am Ende auch keiner, vor allen Dingen nicht der Bauherr. Also auch ein ganz pikantes Beispiel es sollte ein Stützklappgriff sein, der aber einfach in der falschen Richtung montiert ist. Der sich also wirklich zur Seite wegdreht, anstatt eben nach oben wegklappbar ist. Wenn der also wenn der in dieser Position ist und es setzt sich wirklich jemand auf dieses WC und will sich dann seitlich abstützen, der macht dann aber ganz schön die Grätsche. Und also das ist dann auch schon wirklich sehr unfallträchtig und das kann durchaus dann, würde ich auch sagen, eine Klage nach sich ziehen. Also auch solche Punkte, das darf einfach nicht passieren und das muss auch, glaube ich, nicht passieren, wenn man mit ein bisschen offenen Augen auch als Planer oder Bauleiter oder was auch immer dann durch die Weltgeschichte geht. Aber er hat es gut gemeint, ne? Er hat es gut gemeint. Ich meine, es sieht ja auch wirklich sehr elegant aus, wenn der so ganz weg ist, der Stützabgriff da. Das ist super, aber es erfüllt halt einfach nicht die Funktion. Ja, hier einfach nochmal ein Beispiel, Firma Koiko. Das ist jetzt, man kann es eben in der richtigen Materialwahl mit den richtigen Gegenständen, kann man natürlich WCs kontrastreich gestalten und man kann sie auch so gestalten, dass sie gut aussehen. Eben auch so eine Duschstange wird einfach weitergeführt in die Horizontale. Ich habe dadurch gleichzeitig dann eben einen Griffbereich, an dem ich mich festhalten kann. Und auch diese Klappsitze in der Dusche zum Beispiel haben mittlerweile auch Formen und sehen auch so aus, dass es wirklich durchaus harmonisch sein kann. Die Ablagen sind nett. Also wie gesagt, wenn ich mit der Materialwahl und mit den Herstellern, die heutzutage auf dem Markt sind, wenn ich mich mit denen auseinandersetze, speziell im Bereich der WCs, ist es absolut möglich, auch eben nicht diesen Krankenhauscharme, wie du ja vorhin schon gesagt hattest, zu produzieren, sondern auch barrierefreie WCs zu bauen, die von jedem auch dann durchaus gerne genutzt werden. Bis hin sogar zu Adaptionsmöglichkeiten für Hotelbereiche oder sowas, wo ich dann die Stützklappgriffe und dergleichen sogar abnehmen kann und ein fast normales, nur geräumiges, großes Bad einem Gast zur Verfügung stellen kann. Und wenn ich jemanden habe, der eben dann diese Möglichkeiten braucht, dann hänge ich sie ein, hake sie ein
und ich habe dann ein perfektes barrierefreies Bad. Also das ist durchaus alles möglich. Auch sehr zu empfehlen, einfach um das mal live zu sehen, die barrierefreien Toiletten auch am Hauptbahnhof in Berlin. Das ist auch nach den, also sieht ungefähr so aus vom Design, Bose Lautsprecher an den Decken, also ist besser als bei mir zu Hause. Aber sag mal, André, die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, wir reden jetzt hier vor allem von, wenn ich ein Bad baue, ja, oder wenn ich irgendwie ein Laden eröffne oder so. Das heißt, es geht dann eher so um neue Gebäude, Neubauten. Wie ist es denn eigentlich bei Altbestand? Also es ist schon so, dass wir wirklich die Barrierefreiheit bei Neubauten umsetzen müssen, bei öffentlichen Gebäuden. Das ist außer Frage. Und aber auch in Bestandsgebäuden. Da gibt es halt eben dann nur die Einschränkung. Und das ist eben ganz wichtig, dass man das sieht, dass es sind genehmigungspflichtige Umbauten. Also das heißt, sobald ich eine Baugenehmigung für einen Umbau einreichen muss, wenn ich in die Statik eingreife oder extrem in die Gestaltung eingreife, sodass ich eben einen neuen Bauantrag stellen muss. Aber auch wenn du jetzt einen Bäcker zu einem Friseur umbaust, oder? Genau, das ist dann der nächste Schritt, das ist dann eben die Nutzungsänderung. Also bei diesen beiden Möglichkeiten, wenn die eintreten, muss ich auch dann die Barrierefreiheit anpassen. Das wird sicherlich nicht immer so geprüft und das wird sicherlich auch nicht so eingehalten. Aber das ist, glaube ich, eine ganz andere Geschichte, die man dann nochmal im Detail diskutieren muss. Aber das sind die Grundvoraussetzungen, wenn ich wirklich eine Baugenehmigung einreichen oder einen Bauantrag einreiche für einen Umbau oder eine Nutzungsänderung beantrage. Das ist gerade bei Arztpraxen zum Beispiel oder sowas ganz pikant im Moment. Also wenn irgendwelche Nutzungen zu Arztpraxen umgewandelt werden oder dergleichen, muss ich eigentlich immer die Barrierefreiheit berücksichtigen und das Gebäude auch barrierefrei umbauen. Per Gesetz. Das ist so. Und was darf das dann kosten? Also gibt es da irgendwie Vorgaben, dass es an Geld kostet? Das ist natürlich immer die große Diskussion, dass gesagt wird, das wird alles zu teuer und das barrierefreie Bauen ist ja grundsätzlich teuer. Das muss nicht so sein. Also es gibt Studien, zum Beispiel aus der Schweiz, das ist also, wenn man im Neubau das schon berücksichtigt, das ist schon also wirklich ein marginaler Mehraufwand und dass es marginale Mehrkosten sind, wenn ich die Barrierefreiheit umsetze. Wenn ich natürlich hinterher dann weiterum zurückbauen, umbauen muss, dann wird es natürlich immer teuer, aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen so. Gibt es da gesetzliche Vorgaben? Es gibt die Zahlen, die jetzt nicht ganz fixiert sind. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt diese Formulierung des unverhältnismäßigen Mehraufwandes der Gesamtbaukosten. Und das ist eigentlich ja fast mehr eine rechtliche Diskussion, wenn es eben dazu kommt, dass gesagt wird, okay, unser Bauvorhaben oder die Kosten für die Barrierefreiheit sprengen den Kostenrahmen bei unserem Bauvorhaben. Wir konnten nicht barrierefrei umbauen. Dann geht es eigentlich immer in die Diskussion, ja, wie viel war es denn? Und da ist das jetzt, also zum Beispiel in Bremen sind es 6% der Gesamtbaukosten, die dann eben die Barrierefreiheit kosten darf. Wenn es darüber geht, muss ich es nicht mehr machen, dann sind es unverhältnismäßige Mehraufwendungen. In NRW zum Beispiel sind es 20%, wie viel dann die Barrierefreiheit kosten darf. Und das erklärt dann auch zum Beispiel, warum es diesen Hightech-Aufzug am Bode-Museum gab, weil wahrscheinlich der Umbau so teuer war, dass 20% dann... Das war vielleicht einer der Gründe, dass es noch mit dem Budget deshalb drin lag. Oder eben auch einfach nur der Wille, dass man eben an so einem Prestigeobjekt natürlich die Barrierefreiheit auch so elegant umsetzen wollte. Aber das ist natürlich auch für viele Bauherren, für viele Planer. Ich meine, ich kann Barrierefreiheit natürlich auch teuer gestalten, so ist das nicht. Und wenn ich natürlich die Kosten dann über diese 6 oder 20% treibe, die ich dann eben veranschlage und in meinen Angeboten habe, dann kann ich natürlich sagen, es ist am Ende doch so teuer, dass ich es nicht umsetzen kann. Also das ist natürlich eine heikle Geschichte. Viele Bauherren, viele Planer ziehen sich über diesen Weg also raus, um die Barrierefreiheit umsetzen zu müssen. Das wird auch sicherlich eine lange Zeit so bleiben, aber es ist erstmal Fakt, dass diese Zahlen so in der Welt stehen. Und was passiert nun, wenn ein Architekt jetzt irgendwie sich nicht an diese Regeln gehalten hat? Landet er dann am Ende im Bau oder ist es irgendwie, gibt es dann irgendwie Ärger? Also im Bau landet er hoffentlich nicht. Das würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, aber man würde sich natürlich an mancher Stelle schon Restriktionen wünschen, die dann kommen würden. Es ist aber bisher fast nie der Fall gewesen, dass wenn Barrierefreiheit nicht wirklich umgesetzt wurde, dass weder Bauanträge zum Beispiel abgelehnt wurden oder nachträglich irgendwelche Restriktionen eingeführt wurden. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen.
Es ist, das hängt damit zusammen, ob die DIN eine eingetragene Norm ist in dem jeweiligen Bundesland oder nicht und ob zum Beispiel dann eben auch die Barrierefreiheit geprüft werden muss von den Bauämtern. Das ist eigentlich eins der Hauptprobleme, dass in vielen Bundesländern die Barrierefreiheit auch dann in dem Maße gar nicht geprüft wird zum Bauantrag und sie deshalb dann höchstwahrscheinlich auch nicht so umgesetzt wird. Das ist dann schon ein bisschen schwierig. Aber am Grimme-Institut wurde ja zum Beispiel nachgebessert. Am Grimme-Institut wurde nachgebessert, weil es eben auch dann Verhandlungen mit den Behindertenverbänden gab und der Architekt sich dann hinterher auch bereit erklärt hat, das zu machen. Wobei man dazu sagen muss, da ist es schon erstaunlich, weil sogar in der Ausschreibung, in der Grundausschreibung für dieses öffentliche, für dieses Bundesbau oder Landesbau, ist es sogar die Barrierefreiheit gefordert war, dass sie nicht umgesetzt wurde. Aber auch da muss man dann höchstwahrscheinlich sagen, wurde in den Phasen dazwischen bei den Abnahmen dann auch einfach wirklich nicht konsequent geprüft oder eben auch eben nicht mit Sachverständigen zum Beispiel geprüft, die man hinzugezogen hat. Und das ist natürlich ein Problem. Wir können zivil nicht klagen gegen fehlende Barrierefreiheit, das ist ein Problem. Also es gibt in Deutschland nur ein Verbandsklagerecht, wo die Behindertenverbände komplex gegen fehlende Barrierefreiheit klagen können. Das passiert derzeit noch relativ selten. Und deshalb gibt es bis jetzt eigentlich noch ja, relativ wenig Probleme für die Kollegen, die es nicht umsetzen. Aber mal ein anderes Thema, das gestern aufkam in der Fragerunde am Ende. Was passiert eigentlich in Gefahrensituationen? Also wenn es irgendwie brennt oder wenn ich das Gebäude schnell verlassen muss und angenommen, ich bin Rollstuhlfahrer. Ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also der Brandschutz und Barrierefreiheit und Brandschutz und Menschen mit Behinderung ist sehr, sehr heikel. Wir haben ja jetzt gerade aktuell diesen Brand im Schwarzwald in dieser großen Behindertenwerkstatt gehabt, wo die Diskussion wieder ein bisschen aufgekeimt ist, ob wirklich alle Randbedingungen gut und richtig waren. Aber auch am Flughafen BER, der da mit den Evakuierungswegen für Menschen mit Behinderung. Genau, auch da wurde das diskutiert und ich sehe auch bei Begehungen, stelle ich das immer wieder fest, dass da also ganz starke Defizite sind, wo man sagen muss, dass in wirklich hochfrequentierten öffentlichen Gebäuden wie Kinos oder dergleichen, dass da also Menschen mit Behinderung wirklich nicht berücksichtigt werden. Also dass zum Beispiel eben man mit den normalen Wegweisern für Notausgangswegweisern als Rollstuhlfahrer zu Treppenhäusern geleitet wird und man von da quasi gar nicht mehr wegkommt, weil es dann keine anderen Wege mehr gibt. Es gibt keine Rampen und es gibt keine Möglichkeit. Aber nun ist es ja so, dass du nicht in jedes Gebäude irgendwie einen brandfesten Aufzug einbauen kannst. Richtig, genau. Also das wäre natürlich wünschenswert beim Neubau, ist es, dass es zum Beispiel einen Sicherheitsaufzug gibt, mit dem ich die Menschen retten kann. Der ist nicht zu verwechseln mit dem Feuerwehraufzug. Dann gibt es noch Evakuierungsräume zum Beispiel oder noch andere Möglichkeiten. Es wird eigentlich unterschieden zwischen der Selbstrettung, wie wir ja grundsätzlich in der Bauordnung auch von der Selbstrettung ausgehen und in Brandschutzkonzepten. Und dagegen gestellt eben spricht man dann von der Rettung von nicht zur Selbstrettung fähiger Personen. Da gehörst du zum Beispiel zu, Raul. und für diesen Personenkreis gibt es eigentlich zwei oder drei verschiedene Maßnahmen, die man dann wirklich ergreifen sollte. Das sind einmal eben Evakuierungsräume, die in F90 ausgebildet sind, wo ich also in den jeweiligen Geschossen Räume habe, in denen man sich zurückziehen kann und von wo aus man dann gerettet wird. Die sind dann brandfest für ein paar Minuten. Genau, ja, für 90 Minuten. Ja. Und da würde dann die Feuerwehr hinkommen können an diese Stelle und würde dann die betroffenen Personen retten. Ein Panic Room, so eine Art. So eine Art Panic Room, genau. Wird natürlich, weil es einfach auch wieder Flächen sind, nur relativ selten umgesetzt, weil Fläche einfach einfach das Teuerste ist, was es beim Bauen gibt. Zumindest bei öffentlichen Gebäuden an präsenten Grundstücken. Insofern findet man diese Räume eigentlich sehr, sehr selten. Die Alternative, die es dann eben noch gibt, ist der betriebliche Brandschutz, den ich grundsätzlich auch noch brauche, dass ich eben in meinen Brandschutzkonzepten das Personal, was in einem Gebäude ist, einfach noch schulen muss, damit es eben weiß, wie es mit Menschen mit Behinderung umzugehen hat. Also beispielsweise ein Kino. Genau, zum Beispiel, das eben bekannt ist. Ich habe in den und den Kinosälen habe ich Rollstuhlfahrer oder habe ich Plätze erstmal überhaupt und man weiß, dass im Brandfall da geguckt werden muss, ist ein Rollstuhlfahrer da und ich weiß, wie ich den zu retten habe. Und als probateste Möglichkeit gibt es, wie man hier jetzt links auf dieser Skizze sieht, gibt es diese Evac-Chairs. Das sind Evakuierungsstühle, die
die der Betroffene dann gesetzt werden kann und von geschultem Personal dann die Treppe relativ sicher runtergetragen werden kann. Diese Stühle sind faltbar und die kann man in relativ kompakten Boxen in den Fluchttreppenhäusern anbringen. Und das ist eigentlich mit einer der probatesten Möglichkeiten, Menschen mit Behinderung wirklich gut aus solchen Situationen zu retten. Also das kann ich, wenn wirklich diese anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, das habe ich auch bei Gutachten, die ich jetzt in letzter Zeit erstellt habe, immer wieder dann, dass es eben keine anderen Möglichkeiten gibt, weil es nicht berücksichtigt wurde, wo ich dann aber auch als einzige Forderung dann noch reinschreiben kann, dass ich sage, okay, aber ihr braucht zumindest in jedem Fluchttreppenhaus einen Evac-Chair, damit der genutzt werden kann. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, dass Menschen mit Behinderung auch im Brandfall gerettet werden können. Und das heißt, es gibt eigentlich gar keine Argumente gegen Barrierefreiheit, also... Eigentlich der Brandschutz reicht nicht als Argument. Nein, eigentlich nicht. Das ist richtig. Das wäre so eine Frage, wo wir uns lange darüber unterhalten haben im Vorfeld, die ich ans Publikum gerne richten würde. Nämlich, gibt es eigentlich komplette Barrierefreiheit? Also ist das jetzt irgendwie, wenn man glaubt ihr, dass wenn man alle die Normen einhalten würde, wäre es dann perfekt oder... Ist es nicht eigentlich eher so eine Art Ziel, auf das man immer hinarbeitet? Frei heraus. Ich glaube, man kann es nie allen recht machen. Für einen Querschnitt, für einen möglichst großen Querschnitt, aber es gibt immer Einzelpersonen, die ein Gebäude nicht barrierefrei nennen. Glaube ich immer. Ja, richtig. Die Frage ist ja auch, ob Barrierefreiheit dann sogar nicht noch weiter ausgedehnt werden kann auf andere Kulturen, auf also das wäre ja dann vielleicht sogar Design for All oder Universal Design als, genau, als These, ja, dann dahinter. Wie kann ich eigentlich auch interkulturell bauen? Wie kann ich bestimmte Küchenkonzepte auch einhalten, um koscher zu kochen oder wie auch immer? Also es geht ja dann unglaublich weit dann auch ins Thema. Ja, ich glaube, ganz entscheidend, das ist das, was du gesagt hast. Wir können eben nicht ganz speziell individuell immer den Einzelnen dann befriedigen und die Anforderungen erfüllen. Aber das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck und das Ziel eben auch dieser neuen DIN und der bestehenden DIN-Norm, dass eben da versucht wird, mit möglichst breit eben alle Bereiche abzudecken und möglichst viele Anforderungen abzudecken. Aber Gebäude, die wirklich komplett durchgängig barrierefrei sind, die wird man sicherlich nur selten finden. Aber ich denke, wichtig ist, dass man zumindest schon mal stark darauf hinarbeitet, dass wir wirklich eine barrierefreie Zugänglichkeit haben. Das ist, denke ich, das ganz Entscheidende. Also, dass man wirklich das Gebäude dann auch wirklich betreten, berollen oder wie auch immer kann. Und diese barrierefreie Nutzbarkeit wird dann natürlich wirklich individuell ganz unterschiedlich wahrgenommen. Aber man sollte natürlich immer versuchen, möglichst viele Randbedingungen dann zu nutzen. Und wir unterscheiden ja auch ganz deutlich noch zwischen, bei öffentlichen Gebäuden zumindest noch zwischen Besuchern und Nutzern, also dass die Bereiche jetzt für die Nutzer eben teilweise nicht barrierefrei sein müssen, aber eben für Besucher, also dass derjenige, der spontan eben ein Gebäude dann besucht, dass der auf jeden Fall klarkommt, aber der das Gebäude permanent nutzt. Bei Schulen ist es zum Beispiel eben dann teilweise auch so, dass eben die Besucherbereiche eben barrierefrei sein müssen und die Nutzerbereiche nicht unbedingt. Man kann darüber streiten, ob das richtig ist. Ich halte das sicherlich nicht für gut, aber im Moment ist die Gesetzgebung in einigen Bundesländern noch so, dass man diese Differenzierung hat. Das wird sich aber, glaube ich, immer noch mehr aufweichen. Und ich glaube, was wir eigentlich eher versuchen wollten, hiermit auch zu zeigen, ist, dass diese Schutzziele ja eigentlich auch wieder die Kreativität fördern sollen. Also das heißt, dem Architekten oder auch dem Planer soll nicht vorgeschrieben werden, immer eine Rampe zu bauen oder immer einen Aufzug oder immer diese hässlichen Treppenlifte, sondern einfach nur sich zu überlegen, wie kommen denn Menschen, die eben mit Treppen vielleicht nicht klarkommen, trotzdem rein. Und ob das dann ein Katapult ist, bei dem man sich nicht verletzen kann, dann ist das eine interessante Erfindung. Aber es wäre einfach, es geht um die Kreativität. Und ich, das ist, glaube ich, auch das, was mich, als ich mich dann mit dem Thema intensiver beschäftigt habe, auch total neu finde und was mir vorher so auch nicht klar war. Und eigentlich, obwohl ja Deutschland ein Land der Gesetzen und Regeln ist, ja auch hier wieder gesagt wurde, naja, vielleicht kann man das auch das Ganze noch ein bisschen handhabbarer formulieren und nicht
weil oft sind ja auch Regeln einfach nur Regeln und funktionieren dann in dem einen konkreten Fall nicht. Aber wenn die übergeordnete Frage eben ist, sorgt dafür, dass jeder ohne fremde Hilfe reinkommt, dann ist es ja irgendwie im logischen Verstand, glaube ich, bei Architekten schon gegeben, dass man dann darüber nachdenkt, wie das wäre. Und es gibt auch viele Beratungsstellen für solche Fragen. Also es gibt das Bundeskompetenzzentrum für Barrierefreiheit beispielsweise, wo man dann sicherlich auch in Detailfragen dann den einen oder anderen Menschen mit Behinderung irgendwie befragen kann oder Experten zu dem Thema, wenn man sich bei einer Frage nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, der gesunde Menschenverstand hilft da schon auch sehr viel weiter. Ja, ich denke, es ist entscheidend, also das, was ich immer möchte oder was wir möchten, ist euch und eben auch den Kollegen, den Planern die Angst zu nehmen, eben barrierefrei planen zu müssen oder es zu tun. Bei den Bauherren natürlich diese Angst abzubauen, dafür sensibel zu sein, euren Bauherren irgendwann mal die Notwendigkeit zu erklären oder klarzumachen, wie wichtig das ist und dass wir irgendwann alle davon profitieren. Ich denke, das ist ganz entscheidend. Ja, und natürlich diese Kreativität anzuwenden. Aber ich denke, das gehört einfach zusammen. Man braucht keine Angst haben, Barrierefreiheit umzusetzen, sie überhaupt anzufassen, weil die Kosten vielleicht explodieren. Weil wenn ich kreative Lösungen habe, kann ich, glaube ich, auch meine Kosten gut im Griff haben. Und das ist natürlich jetzt noch nicht euer Problem im Studium und das ist auch gut so, aber das ist natürlich hinterher im Berufsleben ein ganz großer Faktor, der damit reinspielt. Aber da eben schon frühzeitig über Argumente auch nachzudenken, die ich meinen Bauherren einfach bringen kann, damit sie das Thema berücksichtigen. Ich denke, das ist ganz wichtig und dass man das frühzeitig einfach immer mitlaufen lässt im Hinterkopf. Prima. Dann sind wir damit am Ende der Vortragsreihe. Wir können gerne noch für Fragen zur Verfügung stehen, wenn Fragen sind. Ansonsten einfach eine E-Mail an architektur@sozialhelden oder info@sozialhelden. Das eigentlich kommt alles an. Und gerne auch Fragen. Wir sind noch eine Weile da. Okay. Danke. Vielen Dank.